Herr Regierungsrat Aiman, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Video-Interview für die Tageswoche. Wir waren in den letzten Wochen in der Quartier unterwegs und haben die Leute gefragt, was sie so vor der Wahl bewegt, was sie von der Regierung gerne verantworten hätten. Und die häufige Frage war, dass die Leute gesagt haben, wir haben Angst, dass die Mieten rasant werden steigen, wie in Zürich, wenn hier so weiter Projekte gebaut werden, die nur Gutverdienende anziehen. Was machen Sie als Regierungsrat dagegen? Also Befürchtungen? Also, zuerst einmal müssen wir dafür sorgen, dass es auch Bauvorhaben gibt für Wohnungen, die erschwinglich sind, für Familien, die grosse Wohnungen gerne hätten und wo der Mittelstand auch zahlen kann. Und da ist eine Möglichkeit, dass man Areal zur Verfügung stellt, also von der Zonenplanung her, dass man etwas machen. Das hat man probiert, sind wir ein bisschen limitiert durch die Schrebergärten, aber das ist jetzt auch gelöst mittlerweile. Und von dort her glaube ich, dass wenn es mehr Angebot gibt, dass die Preise auch nicht so aufschnellen. Wir brauchen in allen Segmenten Wohnungen und im Moment hat es deutlich zu wenig für einen Mittelstand, der nicht wahnsinnig viel Geld hat und will aufbringen für sauteure Wohnungen. Aber Sie haben das Gefühl, für die, die wirklich wenig Geld haben, haben Sie genug Wohnungen jetzt? Also das sagen die Statistiken an, dass es im Bereich der unteren Einkommen Wohnungsangebot hat. Was natürlich auch noch ein Problem ist, wo das überlagert, in gewissen Zeiten sind viel zu viele Einzimmerwohnungen gebaut worden. Jetzt ist der Anspruch gestiegen, man will mehr Zimmer haben. Mhm. Und dort könnte man auch mal von staatlicher Seite aus bei einem Programm mitmachen, wo Umwandlung von kleinen Wohnungen bis größere Einheiten zur Folge hat. Da hat ja auch nichts dagegen. Gut. Was auch ein Problem war bei den Leuten immer wieder, was immer wieder angesprochen worden ist, dass es gibt ein Quartier, das zu viele Ausländer hat, im Vergleich zu der Schweizer Bevölkerung, zu der einheimischen Bevölkerung, und dass in anderen Quartieren gar keine sind, dass man das besser müsste durchmischen. Haben Sie da ein Rezept, wie wir das machen können? Nein, und ich habe da auch ein bisschen grosse Zurückhaltung. Also ich finde, es gehört zu einem elementaren Recht der Leute, dass sich dort niederlassen können, wo sie können. Zum Teil ist es natürlich eine Folge von der Substanz der Bauten, weil in günstigeren Wohnungen, oft in Bauten, die nicht so gut unterhalten sind, das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst, wenn ich es schwarz-weiß sage, hat es günstigere Wohnraum und dann hat es halt vielleicht mehr von diesen Leuten, die nicht sich können teure Wohnungen leisten können, die vielleicht auch neu zugezogen sind. Wie gesagt, man darf das nicht schwarz-weiß anschauen, aber das ist eine der Folgen. Und darum ist es sicher geschickt, wenn man in so Quartier vielleicht auch das eine oder das andere Vorhaben macht, um eine Durchmischung anzukriegen, wo auch wieder mittelständische Familien können angehen können, wenn sie dort grossen Wohnraum finden. Denn in der Schule, wo wir ja das Thema haben, heterogene Zusammensetzung, viele, die nicht Deutsch reden, die von verschiedenen Ländern kommen, kann man das Problem lösen. Dort werden wir Lösungen können anbieten können und die haben sie jetzt schon. Können Sie sich vorstellen, im Matthäus-Quartier zu wohnen? Ich bin dort auf die Welt gekommen, in der Feldbergstrasse, aber das ist schon lange her. Ich könnte mir es durchaus vorstellen, bin aber jetzt auch froh, dass ich jetzt dort wohne, wo ich wohne, gleich aus dem oberen Teil, rund um den Wettstellplatz herum. Aber man muss ganz sicher dort anschauen, aber der Staat hat dort limitierte Mittel, weil da Wärme dagegen, wenn man den Leuten vorschreibt, wo sie wohnen müssen. Aha. Ein bisschen etwas könnte man vielleicht dafür machen, dass ein anderes Bedürfnis der Leute besser befriedigt wird, nämlich, dass man die Strassen mehr beleben könnte, dass auch Kinder könnte darauf spielen könnten, dass nicht der Verkehr derart Vorrang hat. Da hat es in letzter Zeit sehr viel Vorstoß gegeben, um die Wohnstrassen oder Spielstrassen, wie sie rechtlich immer auch heissen, deutlich zu pushen. Früher war das ein relativ kompliziertes Vorhaben gewesen, und da hat jetzt der Kollege Wessels sehr viele Neuerungen umgesetzt, dass das wesentlich schneller geht. An einzelnen Beispielen habe ich das miterlebt, wo Leute auch an mir getreten sind, Kinder wollen gerne shooten auf der Strasse. Das hat man relativ rasch hinbekommen können. Also von dort her kann ich die Forderung verstehen und ich glaube, man sollte Quartier entlasten, die Strassen machen, die der Verkehr kann zirkulieren, aber die, die eigentlich nur sind für Zubringer, die sollte man können beruhigen. Wo spielen Ihre Kinder oder haben Ihre Kinder gespielt, wenn sie los waren? Also mein Sohn, der spielt jetzt in so einer verkehrsberuhigten Strasse, und er froh ist, dass er die angekriegt hat. Jetzt wird er aber langsam zu gross, jetzt geht er dann lieber aufs nächste Mettele schütten. Aber für die kleinen Kinder dort ist das wunderbar. Und haben Sie nie Angst gehabt, dass das Auto kommen und gefährlich werden? Das ist noch lustig, die haben dann selber das Heft in die Hand genommen und sind dann irgendwie mit nassen Schwimmen angestanden und haben dann irgendwie Windschutzscheiben putzt oder irgend so, wenn ein schnell gefahren ist. Okay. Also es ist zum Glück nicht passiert. Aha. Was in der Stadt auch auf der Straße der Fall ist, dass die Fußgänger über die Velofahrer fluchen, die Velofahrer über die Autofahrer. Wie könnte man das besser entkoppeln, dass die sich nicht so in die Quere kommen?
Also da stelle ich jetzt fest, dass einfach die Achtung vor dem anderen, die ist gesunken. Und zwar bei praktisch allen Verkehrsteilnehmern Zweirad oder Vierrad. Ich ärgere mich auch, wenn mir auf dem Fußgängerstreifen einen nicht durchlässt oder irgend so. Ich tue auch nicht mein Recht zwingend einfordern, aber es gibt eine Rücksichtslosigkeit, die zunehmend ist. Aha. Und von den Velofahrern ärgert es mich, wenn sie durch verbotene Strassen fahren oder auf dem Trottoir fahren, rücksichtslos sind, bei einer Unterführung, wo Kinder am Spielen abbrettern. Das finde ich schade und ich finde eigentlich, dort sollte ein Wort, das nicht mehr so in Moden ist, Selbstbeschränkung, die eigenen Kreise ein bisschen zurückstellen und ein bisschen Rücksicht nehmen auf andere, das fände ich schön. Ich fände es aber auch schön, wenn man einem Automobilist oder einem Velofahrer, Velofahrerin, die einem Fußgängerstreifen durchlässt, Dankeschön sagt. Das ist sehr freundlich, ja, wenn das ist mir auch noch nie passiert. Fahren Sie selber Velo? Zwischen Ihnen, aber weder vor den Wahlen intensiv noch sonst intensiv. Zwischen Ihnen fahre ich Velo, aber lieber zu Fuß unterwegs und arbeiten gehe ich im Auto. Und dafür sicher auch. Ja, gut. Ein grosses Problem ist für viele Leute schon auch, dass man das Gefühl hat, man müsse Angst haben auf der Strasse, vor allem zu Nacht wegen Gewalt. Was haben Sie da für Rezept? Also erstens mal, wäre mir immer dagegen, wo es jetzt ist, ob es in der Regierung ist oder sonst bei Diskussionen, dass man probiert, mit der Statistik die Angst zu besänftigen. Angst ist ein subjektives Gefühl und das gilt ernst nehmen von der Politik. Und darum sind wir gefordert. Und ich glaube, wir haben dort der richtige Mix von staatlicher Intervention und Erklärung und Information noch nicht gefunden. Ich finde es als Liberale schändlich, wenn man sagt, Frauen dürfen als Nacht dort nicht mehr rumlaufen. Das ist eine Beschränkung von einer Freiheit, die ich nicht dahinter stehe. Gibt es einen Platz in der Stadt, wo Sie einer Frau würden empfehlen, lieber nicht anzugehen? Also ich sage meiner Tochter, die 16 ist, wenn sie zur Nacht unterwegs ist und will, dass ich sie komme holen, kann sie am 2. Nacht geholt, also sie mir gleich zum Aufstehen, wenn sie das möchte. Ich warte auch eine Ecke weiter, dass die Kolleginnen sie nicht auslachen, dass sie niemand sieht, wenn sie sein. Aber das ist aus einer Angst als Vater raus. Ja. Aber eigentlich sollte der Zustand sein, wo die Politik muss hinkriegen muss, dass man sich angstfrei bewegen kann. Und wenn das mehr Polizei braucht, da bin ich nicht Fachmann, dann müssen wir mehr Polizei uns leisten. Wir brauchen in der Schule auch mehr Mittel, weil wir eine andere Ausgangslage haben. Und dann, finde ich, muss man die Sache beim Namen nennen und nicht drum herum reden. Man ist wegen dem noch lange nicht irgendwie ein Rassist oder irgendwie ein, der rein ängstlich ist. Also die Debatte, die jetzt geführt wird, ob man darf informieren darf, finde ich auch nicht zielführend. Von dort her, glaube ich, die Angst vor der Bevölkerung müssen wir wahrnehmen. Es nützt jemandem nichts, der in der Engelgasse überfallen wird, wenn die Statistik sagt, seit 150 Jahren hat es keinen Mord gegeben. Ja. Mehr Polizisten, wie Sie sagen, je nachdem, es kostet dann mehr Geld und gleichzeitig sind Sie sicher dafür, dass man die Steuern muss senken. Also dort gibt es Zielkonflikte, das sehe ich absolut, aber Sicherheit ist jetzt eins von den Bedürfnissen und eine von den Kernaufgaben vom Staat. Aha. Und wenn wir dort die nicht mehr bieten können, dann hängt viel anderes daran, was auch schief geht. Ich kann ein Beispiel sagen, wir kriegen viel Lob von Expats, wenn wir Gespräche haben mit Verantwortlichen von der grossen internationalen Firmen, dass sie schätzen, dass man dort Kinder allein in die Schule schicken kann und nicht mit dem Chauffeur oder gar Bodyguard muss schicken. Das ist eine Art Sicherheit, Ausdruck von einer Sicherheit. Und wenn es das verloren geht, dann ist es nicht gut, dann verlieren wir viel, nicht nur wegen Expats, sondern auch wegen den Leuten, die schon lange da sind und einen Anspruch haben, dass der Staat die Sicherheit garantiert. Aha. Und würden Sie aber jetzt in den nächsten 4 Jahren, habe ich noch ein bisschen auf die Steuern wechseln, Vorstöße unterstützen, um für die für die Steuern? Also wir haben verschiedene Aufgaben, die man gleichzeitig muss probieren anzugehen. Wenn ich jetzt sehe, dass es einen Teil gibt im Mittelstand, wo keine Prämienverbilligung hat, wo keine Mietzinsverbilligung hat, wo keine Stipendien kriegen für die Kinder, die in Ausbildung sind, dann sind das die, die wir sicher mehr anschauen von den natürlichen Personen. Also wenn dort Senkung ansteht, dann kann ich die unterstützen. Ich kann das verstehen, dass man von dort her sagt, es gibt jetzt einfach die Nettozahler, die am Ende des Tages nicht mehr viel übrig haben, wenn sie all das zahlen, im Gegensatz zu denen, die vielleicht leicht weniger haben und alle die Unterstützung haben. Von dort her, glaube ich, müssen wir ganz klar anschauen, den Mittelstand müssen wir pflegen. Im Mittelstand? Ja. Im Moment ist der Ruf nach Freiraum für kulturelles Leben, für kulturelle Veranstaltungen von Jugendlichen besonders laut. Was sagen Sie da dazu? Mehr Freiraum? Also wir geben es mir dort, wo ich Mitverantwortung übernehmen darf, um zu helfen, dass es Freiraum gibt, ob jetzt das der geschickteste Begriff ist, Freiraum und was sich jeder und jede darunter vorstellt. Teil finden sollte auch frei sein von gesetzlichen Vorschriften, da könnt ihr dann nicht mitmachen. Aber wenn es darum geht, Platz zu haben, wo man kann sein kann, ohne dass man muss konsumieren, dann finde ich das unterstützenswert. Wir probieren,
Sportplätze oder Areale rund um die Schule, so es geht, aufzumachen. Und weil das im Sommer ein wenig grosses Problem ist als im Winter, sind wir auch am Überlegen, ob es geschlossene Räumlichkeiten gibt, wo man kann Gruppierungen zur Verfügung stellen, wo sie dann sich können aufhalten können. Ich habe aber auch etwas dagegen, dass jeder, der sagt, er hat gerne einen Platz, einfach gerade sich als Kulturanbieter nennt. Man darf auch mal sagen, man will einfach neu mehr sein, weil man es lustig findet. Mhm. Man muss von mir nicht zwingend mit dem Etikett die Kultur versehen werden, um einen besseren Zugang zu kriegen. Also ich kann die Forderung verstehen, aber ich finde, es braucht auch ein bisschen Eigeninitiative. Oft finden wir nämlich auch Lösungen. Sie haben als Jugendliche in einer Zeit, glaubt, der Ruf nach Freiräumen hat an den anderen gehört, auch da gewesen. Haben Sie einfach Freiräume protestiert? Denn? Protestiert nicht, aber wir haben auf der Sandgrube, wo als kleiner Bub ein riesen offenes Feld war, dort wo jetzt das Vogelsang-Schulhaus steht, haben wir natürlich in der Sommerferie von morgen früh bis zu oben Sport geschüttet und den Freiraum so gesehen gehabt. Oder wir sind mit dem Velo in Langen Erlen, was auch toll war. Also ich kann das verstehen, in einer Stadt, wo alles wie enger ist und wo die Ansprüche immer mehr kollidieren miteinander, Ruhe auf der einen Seite, die andere, genau, wo einen Lärm haben, dass das Problem gibt und dass die Forderung kommt. Ruhe ist ein Beispiel, wo Freiräume eben ein bisschen verhindern, je nachdem. Was sagen Sie denn den Leuten, die sagen, wir wollen endlich die Nacht schlafen und Räume wollen ständig irgendwie gestört werden durch Lärm von der Gasse? Die kann ich auch sehr gut verstehen. Und was können Sie denen versprechen? Was können Sie denen in Aussicht stellen? Ich glaube, in dieser Stadt muss ein Dialog stattfinden. Und das ist gar nicht so einfach. Zwischen denen, die vor allem im Sommer gerne so festen und irgendetwas machen. Wir haben einen Trend zu einer 24-Stunden-Spassgesellschaft. Und das kollidiert mit dem Bedürfnis von denen, die arbeiten und die Ruhe brauchen. Und dort braucht es einen Dialog. Ich glaube, es braucht vielleicht auch die eine oder andere Reglementierung, dass halt am einen oder anderen Ort nicht das stattfinden soll, wo die ganze Nacht Lärm gemacht wird. Ich wohne selber an einer exponierten Lage, wo es wirklich störend ist und wo man die Nacht alles aufwacht wegen dem Lärm von Leuten, die einfach fester machen wollen und mit dem grossen Radio umeinander laufen und das auch Krach machen. Etwas, was ich eher vielleicht auch als Luxusproblem würde bezeichnen, wo man aber immer wieder gehört hat, dass die Leute beschäftigt, ist, dass es immer mehr gleiche Läden gibt in dieser Stadt. Es gibt auch keine kleinen Läden mehr, oder es gibt schon, aber nicht so viel. Und es ist ein bisschen Einheitsbrei da. Können Sie da überhaupt etwas machen als in der Regierung? Also da ist man arg eingeschränkt, vor allem als Regierung. Auf einen Branchenmix Einfluss können Sie nehmen, dort müsste man anfangen, in die Mieten reinzulegen, weil einfach ein Teil von diesen Mieten an bester Geschäftslage nur noch können zahlt werden von grossen Ketten. Aha. Und das ist leider ein Teufelskreis, der läuft, wo ich wenig Möglichkeiten sehe, muss ich ganz offen sagen, zum staatlich zu intervenieren. Ich fände gut, wenn die Branchenorganisationen, also Stichwort Pro Innerstadt, Gewerbeverband, das Thema würden aufnehmen. Aber man müsste dann eigentlich so weit kommen, dass man Geld in die Hand nimmt, um einmal zu ermöglichen, dort zu sein, wegen dem Branchenmix. Und das ist dann fast wieder in Richtung Wohltäter und die sehen jetzt also auch noch nicht. Von dort her ist es verwegen und vermessen, wenn ich sage, wir haben hier Lösungen. Da entwickelt sich der Markt zum Teil halt in eine Richtung, die unerwünschte Auswirkungen hat. Kennen Sie so die freien Strassenläden von Ihnen? Einigermaßen. Kaufen Sie noch selber ein? Ich gehe wahrscheinlich auch einkaufen. Ja. Ja. Da Kleiderläden ein paar, wo ich angehe und wo es ausgezeichnete Beratung hat. Also von dort her kenne ich die Läden schon und gehe dort an. Ja. Zum Schluss noch das. Viele Leute haben sich beklagt, dass es strassendreckig war. Was kann man da machen, dass es besser wird? Da sind wir auch wieder bei einem Thema, das ein bisschen antiquiert ist, das heisst Eigenverantwortung. Aha. Wenn ich am Morgen um 6 Uhr am Rheinweg unten durchlaufe, von der Wettstreibung zur Mittleren Brücke im Sommer, dann ist es fast knöcheltief Abfall. Aha. Und sie beißen überall an und so weiter. Das ist richtig grusig. Das ist einfach grusig. Und das verstand ich nicht, weil 10, 15 Meter weg sind die Container, wo man den Abfall reinschmeissen kann. Ich begreife es vielleicht noch dort, wo keine Mischkübel sind, dass es umeinander liegt, das Zeug. Und dort gibt es auch schon Besserungen, indem in der Nähe von einem überfüllten Mischkübel der Rest liegt. Oder dass die was zusammenlesen, nicht weit mehr gehen. Aber das begreife ich nicht. Und das ist für mich eine Frage halt vom Elternhaus, dass man den jüngeren Leuten das sagt. Aber die Alten sind auch die schlechten Vorbilder da dabei. Von dort her ist es, aber das ist ein Problem, das das Individuum müsste lösen. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für die Antworten und hören.